Hi Leute, heute zu Gast bei uns am Tisch von Rocco die 70604, das ist die 1142605 eines Kollegen. Und diese sollen wir jetzt mit einem ESO Log Sound V5 58412, die Plux 22 Version, digitalisieren. Und ich würde sagen, wir packen sie schnell mal aus. Und da haben wir das gute Stück. Und wir werden zum Digitalisieren verwenden einmal den Decoder mit dem Lautsprecher, ein 10x15. Dann von Rocco die Schallkapsel, die man einzeln dazu kaufen muss. Das ist die Artikelnummer 141570. Hier haben zwei Lautsprecher dann Platz. Und dazu verwende ich einen Lautsprecher, den ich von Arnold Hübsch bekommen habe. Da schreibe ich unten in die Beschreibung, wo es den gibt. Und einen Kondensator werden wir auch noch einsetzen, nur weiß ich gerade noch nicht, wie es in der Maschine drin ausschaut. Das wird dann spontan passieren. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Zum Öffnen der Maschine das Gehäuse, wie bei Rocco üblich, links und rechts einfach auseinanderspreizen. Am besten dann mit den Fingern hier links und rechts ins Gehäuse hineinfahren und auseinanderziehen. Dann kommt die Maschine schon von alleine heraus. Das Gehäuse selbst hält über Rastnasen links und rechts, zwei von unten, eine von oben. So sieht es hier herinnen aus. Wir haben einen Platz für den Kondensator, Rückenstecker und Schallkapsel sehen wir hier. Die wird dann aufgeklickt und wir haben auf der unteren Seite hier die Kontaktstellen für die Lautsprecher. Das heißt, die Schallkapsel kommt von unten in die Maschine hinein und dazu müssen wir dann die Platine herunternehmen. Das heißt, ich heize schon mal die Lötstation an. Zum Testen jetzt Multimeter mit Durchgangstest. Und zum Verlängern in die Schnittstelle hinein habe ich ein Drahtstück. Das heißt, der Kondensator wird mit Plus hier auf Pin 6 verbunden sein. Das wäre der Kondensator-Pin, das würde passen. Eine Erklärung zu dem gibt es im Kondensator-Video, das verlinke ich wieder mal hier oben. Falls es da Fragen gibt, auch einfach unten in die Kommentare schreiben. Das heißt, wir haben hier Pin 6 direkt auf Plus. Jawohl. Und wir haben keine Ladeschaltung dazwischen. Das heißt, hier werden wir noch eine Diode und einen Widerstand ergänzen. Zum Einsetzen der Schallkapsel müssen wir die Platine herunternehmen und dass es leichter geht, löte ich hier die Stromabnahme ab und schraube die Lichtmaske herunter. Dann kann man die ganze Platine aufklappen. Das machen wir ganz schnell. Schrauben sind heraus. Jetzt noch schnell die beiden Kabel herunternehmen. Und damit ist die Platine hier auch schon frei. Wir können alles einfach auf die Seite klappen. Aufpassen hier auf die Federn. Diese stellen die Verbindung zum Motor her. Motorbeschriftung, hoffe ich, kann man hier erkennen. Für diejenigen, die da eine Frage haben, man sieht Beschriftung Rocco Fleischmann und Nummer ist 80 85 17 4000, 211 215 steht da drunter. Und hier sehen wir jetzt den Platz für die Schallkapsel. Diese gehört mit dem abgeschrägten Eck nach vorne, also so, und die wird einmal herumgeklappt und damit ergibt sich, die Lautsprecher müssen mit den Kontaktstellen auf das lange Ende der Schallkapsel. Diese bereiten wir jetzt schnell einmal vor. Vom Decoder müssen wir den Lautsprecher jetzt einmal ablöten. Sieht dann so aus. Und nach dem Herunternehmen testen, dass die Kontaktfahnen E-Federn, Nummer 1 und Nummer 2, Kabel habe ich gleich komplett heruntergenommen. Man kann sie entweder abschneiden oder herunterlöten. Mir ist Löten lieber, damit da keine Reste überbleiben.
Und jetzt beim Einsetzen, der eine Lautsprecher hat schon einen Klebering, den können wir direkt in die Schallkapsel geben. Wie gesagt, Kontakte zur langen Seite. Der sitzt dann gerade drinnen. Und beim Lautsprecher von ESU, wenn wir jetzt die Zapfen abzwicken, dann würde er trotzdem noch drüber stehen. Hier kann man aber den Rand abziehen und darunter hat man eine Klebeschicht und diese kann man gleich nehmen, um den Lautsprecher in die Schallkapsel zu kleben und die ganze zu versiegeln, damit der Klang noch etwas besser ist. Hier einfach am Rand anfangen, den Kunststoffrahmen zu lösen und mit viel Glück kann man gleich unter die Klebestelle drunter fahren und schauen, dass diese auf dem Lautsprecher drauf bleibt. Und wenn sie sich etwas gelöst hat, dann kann man das Ganze nachher einfach wieder hinrichten. Ist keine Kunst, manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Falls sich das Ganze komplett gelöst hat, dann kann man hier auch, wie ich es beim Weber Rossi Lautsprecher gemacht habe, mit Leim nachhelfen. Damit kann man auch alles versiegeln. Hier aber am besten in die Schallkapsel dann hineingeben und den Lautsprecher draufsetzen, damit nichts auf die Membran kommt. Sieht dann so aus. Und auch ebenfalls einfach in die Schallkapsel hineinsetzen. Damit sind beide auf dem gleichen Niveau und wir haben die Schallkapsel mit den Lautsprechern fertig vorbereitet und es geht jetzt mit der Lok weiter. Und bevor es jetzt ans Einsetzen der Schallkapsel geht, bauen wir noch schnell die Kondensatorbufferung ein. Kondensator setze ich ein, 470 μ, 25 Volt. Der ISO V5, den wir hier benutzen, begrenzt schon auf 16 Volt, genauso wie ein Zimmodecoder zum Beispiel. Das habe ich auch im Kondensator-Video behandelt. Und für die Ladeschaltung kommt einmal der Widerstand zu tragen, hier Beschriftung 1001. Das sind 100 Ohm, Baugröße 0805 und einmal die Diode hier mit der Beschriftung 34 und unten drunter im 38. Das ist eine SS3P4HM3. Da habe ich noch ein paar herumliegen. Daten der Diode nochmal schnell zusammengefasst. 0,3 Volt Spannungsabfall, 85 Ampere gegen die Richtung sperrend und 3 Ampere dauerhaft. Das heißt, geht sich bei uns locker aus. Die beiden Teile setzen wir Rücken an Rücken ein und von der Schaltung her, hier oben haben wir Plus, da trennen wir die Leiterbahn auf. Platz ist mehr als genug da unten drunter, dass wir das Ganze so einsetzen. So sieht die Schaltung dann da drinnen aus. Wir haben Plus vom Kondensator nach oben gesetzt. Und auf das Bett des Plus kommt dann der 100 Ohm Widerstand und die Diode mit dem Ring in die Gegenrichtung, also Richtung Anschluss der Schnittstelle. Das heißt, wenn die Maschine Strom bekommt, dann läuft der ganze Strom über den Widerstand und wird somit begrenzt. Der Kondensator kann sich langsam aufladen. Und falls die Maschine dann einen Aussetzer hat, dann kann der ganze Strom über die Diode direkt zur Verfügung gestellt werden und wird durch den Widerstand nicht gebremst. Ich hoffe, das ist alles klar und
Jetzt bauen wir das Ganze schnell ein. Sieht jetzt so aus, Widerstand und Diode übereinander, direkt am Pluspol des Kondensators, mit Widerstand Ring Richtung Schnittstelle. Und jetzt kommt noch die Schallkapsel hinein. Beim Kondensator, der hat genug Platz über der Welle, da eher nach unten versenken, und ich habe hier noch Platz gelassen im Anschluss. Das heißt, falls es nicht ganz passt, kann man den noch etwas nach unten versenken. Sollte sich aber ausgehen. Und Diode, hier haben wir noch massenweise Platz. Ich hoffe, man sieht es, da hinten ist es. Weiter geht's mit der Schallkapsel. Diese hat hier zwei Halter und zwei Zapfen, die einklicken. Das heißt, nach hinten mit den Kontakten in die Halterung hineinschieben und nach vorne dann einklicken. Jetzt alles in die Gegenrichtung wieder zusammenbauen, anschrauben, und dann sind wir eigentlich mit der Hardware schon durch. Lock ist jetzt wieder komplett zusammengesetzt. Noch einmal kontrollieren, ob beim Kondensator wirklich Minus auf Minus ist. Das schaue ich zum Schluss jedes Mal wieder nach. Wenn man mal eine Explosion gehabt hat, dann weiß man auch warum. Jetzt fehlt nur noch der Decoder. Den einfach aufsetzen und gerade hineinstecken. Und beim Schließen des Gehäuses, hier haben wir auf dem Grundrahmen einmal die 1 angezeichnet, einmal hier oben auf der Platine, genauso wie auf der anderen Seite die 2 hier oben. Und bei der Lok haben wir es einmal außen am Gehäuse. Und einmal ist der 1 auch direkt mitgespritzt worden. Dann einfach Gehäuse aufsetzen, schauen, dass man in der Führung drinnen ist, und zudrücken. Und damit wäre die Maschine schon fertig. Und weil es das letzte Mal als Anmerkung gekommen ist, noch schnell die Liste an Werkzeug habe ich gebraucht. Seitenschneider, großer und kleiner Kreuz und Pinzette. Und Material haben wir gehabt, einmal den Sounddecoder, die Schallkapsel, zusätzlich noch einen zweiten Lautsprecher, dann den Kondensator hier mit 470 μ 25 Volt und als Ladeschaltung, die wir optional eingesetzt haben, noch einen 100 Ohm Widerstand, Kennung 101 mit Baugröße 0805 und eine Diode, eine SS3P, in diesem Fall 3 Ampere Stromfestigkeit,
Rücklauf wären 85 Ampere, brauchen wir bei ihr aber nicht. Und 0,3 Volt Spannungsabfall. Ich blende das hier als Liste nochmal ein. Falls es noch Fragen dazu gibt, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Jetzt geht's mal für die Maschine schnell aufs Testglas. 1142-685-7 von Rocco, jetzt auf den Testglas in Schiltern. Wir haben eine Welcome-Meldung. Dann Licht vorne, softwaretechnisch auch wieder mit Fernlicht aufblenden, abblenden. Schlusslicht ist einzeln schaltbar. Rangierbeleuchtung vorne und hinten weiß. Sound natürlich auch. Inklusive Schaffnerpfiff und andere Spielereien, Sanden, Lüfter. Fahrstufe 1. Und schneller. Fliegender Wechsel. Und damit ist die Maschine auch wieder fertig und darf ab nach Hause. Und damit ist die Sounddigitalisierung der Rocco 1142 auch schon wieder beendet. Falls ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen, sonstiges habt, einfach unten in die Kommentare hineinschreiben. Falls euch dieses Projekt wieder gefallen hat, ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr uns unterstützen wollt, gerne auch den Kanal abonnieren. Und vielleicht sieht man sich ja demnächst bei uns in Schiltern, bei der Anlage oder im schlimmsten Fall dann beim nächsten Video. Schraube ich die Lichtmaske herunter. Das kann man schon nicht mehr reden. Nochmal. Und bevor es jetzt dann einsetzen, Schallkapsel passt eher. Daten der Diode noch schnell. 0,3 Volt Spannungsabfall, 85 Volt. Ach Gott. In diesem Fall 3 Ampere Spannungsfestigkeit. Weiter geht's mit der Schallkapsel, die ich wohin gelegt habe. Okay, komm, so weit konnte ich nicht weg, so bin ich ja nicht aufgestanden. Ah, da. Wo ist meine Pinzette? Wenn sie gefallen hat oder ihr irgendwelche. Ach, kommt's. Nochmal. Ich hab den Dings nicht angesteckt. Mist. Komm, wo ist denn der Dings?